Hallo ihr lieben Handtaschen, heute habe ich das Thema Handtaschen mal mir zu Gemüte geführt. Wir alle lieben ja unsere Handtaschen oder lieben generell Handtaschen und schauen uns gerne Handtaschen in den Geschäften an, liebäugeln mit Designer-Handtaschen, kaufen uns vielleicht Fakes, wenn wir uns die Originale nicht leisten können oder sparen auf eine tolle Handtasche, ob das jetzt eine Louis Vuitton, eine Prada oder was auch immer ist, oder eine Michael Kors oder eine Miu Miu oder eine Gucci-Tasche. Und ich finde, eine Handtasche ist auch so ein Begleiter für das Leben einer Frau. Und ich habe euch jetzt mal eine Tasche rausgesucht. Die ist ganz schön schwer, weil ich auch gleich den Inhalt euch zeigen werde. Also das ist eine Prada-Handtasche. Die ist vom Jahr, ich mache das mal zurück hier, wow, die ist vom Jahr, ich halte sie jetzt nochmal in die Kamera, 2008, das gute Stück. Die hat hier so ein kleines Täschchen, die hat hier ein Täschchen hier vorne, die hat hier noch ein Täschchen, das war so eine Limited Edition und hier hinten noch. Also die ist ziemlich used look, vintage, und diese Tasche ist ein Beutel, da passt so unfassbar viel rein. Und hier ist noch so ein kleines Anhängerchen, da ist mein Hund drin. Also das ist nicht mein Hund, sondern das Foto meines Hundes. Und ja, diese Tasche, was ist da alles drin? Diese Prada-Tasche, wie gesagt, ist 10 Jahre alt und ich hege und pflege sie. Und das ist meine absolute Lieblingstasche. In, wie gesagt, Cognacfarben mit einem Henkel. Die kann man sich wunderbar hier so über die Schulter schmeißen. Ich mag das nicht so über den Arm. Ich mag das ganz gerne, wenn eine Tasche über die Schulter geht. Und also diese Tasche hat wirklich eine Menge schon gesehen und erlebt. Die war also schon, ist schon viel rumgekommen auf dieser Welt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich sie gerade neu hatte, ja, 2008 waren wir mit den Kindern auf Ibiza und saßen da irgendwie beim Essen. Die Jungs, irgendwie durften sie dann schon Bier trinken und der Mittlerste war also, redete und gestikulierte und schwuppdiwupp war also das Bier in dieser Tasche. Also diese Tasche, wie gesagt, hat schon eine Menge erlebt und ich hege und pflege sie, wie gesagt, sehr. Ich reinige sie auch, was ihr auch tun solltet. Also die Handtaschen öfter komplett ausräumen und reinigen, also innen mit einem feuchten Tuch und außen vielleicht die Lederpflege ein bisschen oder auch hier den Riemen ein bisschen, wie man eben mit Lederpflege umgeht. Wir putzen ja auch unsere Schuhe und wir fassen ja auch diese Tasche ständig an mit unseren Händen, die auch nicht immer sauber sind. Also es ist wirklich wichtig, eine Tasche auch zu reinigen. So, also was habe ich da alles drin? Die ist wahnsinnig schwer, weil ich habe da jetzt auch nicht, also ich habe zum Beispiel nicht immer diesen, so ein Organizer, so ein Timer, so ein Filofax habe ich da drin. Den habe ich jetzt nicht immer dabei. Man hat ja auch viel im Handy, aber ich wollte euch nur zeigen, dass der hier reinpasst. Der passt hier in diese Tasche rein. Ich hole jetzt alles aus dieser Tasche raus. So, dann haben wir, was habe ich noch da drin? Jetzt eine Sonnenbrille. Das ist eine ziemlich coole Sonnenbrille, ich zeige sie euch mal. Die ist auch von einem italienischen, das ist so eine kleine römische Manufaktur, die habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Das ist so eine ziemlich coole Anfertigung. Also ich mag die sehr gerne, weil die sehr leicht ist, hat grünliche Gläser und das ist so eine Art Horngestell. Die Firma heißt, keine Ahnung, LG.R. Also es ist eine kleine römische Manufaktur. Dann Tempotaschentücher. Dann immer dabei ist meine Lesebrille. Ich habe also eine Lesebrille, ohne die sehe ich nichts. Da habe ich mir so eine schwarze, ist das, ein schwarzes Gestell, ein ziemlich breites. Ich wollte nicht so eine kleine haben. Das ist so ein Ray-Ban-Gestell. Ihr kennt die ja von mir, diese Brille. Also ich wollte jetzt nicht so eine riesige haben, aber ich wollte auch nicht so eine kleine haben. Und habe ich einfach eine Sonnenbrille genommen und habe mir da die Gläser reinmachen lassen. Also die Lesebrille ist da drin. Dann logischerweise haben wir alle Handy. Ein Portemonnaie. Das ist ein ziemlich großes Portemonnaie. Manchmal nehme ich auch ein kleineres. Ein Kamm. Ricola Bonbons, Kräuterbonbons. Und nun
in dieser kleinen, in dieser Tasche hier, in dieser kleinen Innentasche, das ist schon eine Menge, was wir alles so mit uns rumschleppen, habe ich ein kleines, so ein Haarding, so eine Haarspange und einen Gummi. Manchmal muss man sich ja die Haare zusammen machen. Einen Lippenstift. Ich habe das jetzt nicht extra in einem extra Täschchen, sondern in diesem Innenleben-Täschchen. Ein Lippenstift. Zurzeit der von Urban Decay, den habe ich auch drauf. Diese tolle Farbe Wired. Wired oder das war so ein ganz komplizierter Name. Dann habe ich dabei eine Handcreme, braucht man immer zwischendurch. Eine Lippenpflege, das ist beides von L'Occitane. Ganz oldschool einen, so einen kleinen Zettelblock, einen Kugelschreiber, braucht man immer für eine Nachricht oder so, wenn man irgendwie jemanden eine Nachricht schreiben will, als Autobappen oder was weiß ich, eine kleine Glasnagelfeile, wenn einem zwischendurch mal die Fingernägel so einreißen oder man sich einen Fingernagel abbricht, also habe ich öfter schon erlebt, deshalb ist bei mir immer eine Feile auch mit in der Tasche. Und dann habe ich noch ein kleines Parfum von meinem Lieblingsparfum. Das ist dieses zurzeit dieses Gabrielle von Chanel. Ich finde, das riecht, das ist, also die Herznoten sind weiße Blüten, Orangenblüte, Yang und Yang, weiße Rosenblüten, Jasminblüten. Und Gabrielle, also bevor Coco Chanel ihr Modehaus gründete, hieß sie ja Gabrielle und irgendwelche Designer und haben sich eben überlegt, dass sie dieses ihr zu Ehren so ein Parfum, im letzten Jahr ist das rausgekommen, kreieren mit dem Namen Gabrielle. Gabrielle steht für eine leidenschaftliche, unabhängige, freie Frau, die ihr Leben wuppt, die sich durchsetzt in der Männerwelt. Und ja, also da habe ich von ein kleines Tester, weil so eine große Flasche, also ich möchte jetzt nicht mit einer großen, manchmal hat man das Gefühl, man will sich nochmal so ein bisschen auffrischen. In den beiden Seitentaschen habe ich jetzt zurzeit nichts, aber hier vorne drin ist etwas, was ich ganz wichtig finde für mich, also ich finde das wichtig. Das jetzt mal auf. Das ist ein Desinfektionsspray, Sagrotan, und solche Knister, so feuchte Waschlappen, die sind diesmal von Ebelin. Also einfach, um sich zwischendurch die Hände, man kann ja nicht immer sich die Hände sauber machen, man ist ja nicht immer überall ein Waschbecken, finde ich sehr wichtig, dass man sich zwischendurch die Hände auch reinigt. Ja, also das ist in meiner Handtasche. Wenn man natürlich, also die ist ja eigentlich, zeige ich es euch nochmal, die ist ja relativ klein, aber es passt wie gesagt eine Menge Zeug da rein. Und die war damals ein Geschenk meines Mannes. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, wenn ich jetzt eine größere Tasche nehme, indem ich dann, also wenn ich jetzt einen Laptop mitnehmen will oder so, ja, nehme ich auch manchmal gerne einen Rucksack oder eben eine größere Tasche. Ich bin nicht unbedingt so ein Freund von Taschen mit so zwei Henkeln, was so offen ist. Also, weil ich bin auch schon beklaut worden, nämlich genau mit so einer Tasche. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen, was er jetzt für Taschen mag. Ich mag Taschen irgendwie mit einem Henkel, komischerweise. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Ich überlege, ich habe jetzt auch Taschen mit zwei Henkeln, aber irgendwie mag ich gerne Taschen mit einem größeren Henkel, also auch mit einem längeren. Ne? Der ist relativ klein, aber dennoch ist diese Tasche wirklich gut gelungen, dieser Firma. Und das ist auch so ein Allrounder, der zu allen Klamotten passt. Ja? Ja, ihr Lieben, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so in euren Taschen habt oder was ihr meint, was unbedingt in so eine Handtasche einer Frau dazu, also noch reingehört. Ja, also es ist, glaube ich, von Vorteil, wenn man seine Tasche, seine Handtasche öfter mal ausleert und säubert und guckt, was brauche ich nicht oder was brauche ich, was muss ich neu, brauche ich jetzt neue Taschentücher oder was kann jetzt erstmal raus? Vielleicht hat man ja auch im Winter oder im Sommer andere Bedürfnisse, was man so mit sich herumschleppt. Ich finde, wir Frauen schleppen irgendwie eine Menge mit uns rum. Wenn ich so sehe, der kleine Tisch ist voll. Aber irgendwie braucht man das alles, ne? Komisch, Männer, die haben alles in ihrer Gesäßtasche drin.
Und wir Frauen, haben unser Büro dabei, wir haben unsere Schminkutensilien, also so ein bisschen, ich habe hier nur wenig, ich habe lediglich einen Lipgloss, also eine Lippenpflege, eine Handpflege und einen Lippenstift dabei. Und naja, gut, ist halt so. So, ihr Süßen, also ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir mal schreibt, was ihr für Handtaschen so toll findet. Und das soll hier auch so ein bisschen so ein Frauentalk werden. Ja? Das geht natürlich auch um Kosmetik, aber auch so ein bisschen Mode und ein bisschen Style. Und ich fand das sehr schön, dass sich jetzt auch so Frauen untereinander auf meinem Kanal schreiben. Also unabhängig von mir, das finde ich ganz klasse, wenn die sich so gegenseitig schreiben. Die Mädels wissen, wen ich jetzt meine. So, ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, seid besonders gut zu euch und ich freue mich auf eure Kommentare und wenn ihr wollt, könnt ihr mein Abo da lassen. Und ach, noch etwas, wenn ihr jetzt informiert werden wollt, wann ich ein neues Video hochstelle, man kann da neben dem Abo so eine kleine Glocke aktivieren und dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also in diesem Sinne, a lovely day. Ciao.